Hallo und willkommen beim Golfen mit Freude. Ich höre sehr oft von meinen Schülern, egal was für Handicap, dass es oft so ist, dass entweder die kurzen Schläge klappen, also die Eisen, oder die langen Schläge, die klappen dann besser. Und zurzeit kann ich nur die langen Schläge, ich trainiere meinen Driver sehr viel, aber jetzt kann ich nicht mehr mein Eisen. Oder meine Eisen laufen sehr gut, aber wenn ich einen langen Schläger in der Hand habe, dann ist es nicht mehr so gut. So, das ist für alle Golfer eine Herausforderung, das ist so. Aber auch wenn du nicht lange dabei bist, kannst du es, wenn du auf Folgendes achtest. Also ich habe 4 Bälle hier hingelegt, 2 liegen auf dem Boden. Übrigens, hier ist der Rasen ganz schön kurz gemäht und 2 sind aufgeteet. Ich habe ein Eisen 8. Und ich habe einen Driver und ich werde versuchen, alle 4 Bälle gut zu treffen. Ich werde nur 1-2 kleine Änderungen machen. Ich schlage vor, dass du das auch tust, dass du wirklich so übst, nicht nur kurz zu trainieren und nicht nur lang, sondern beides. So, ich fange mit meinem Eisen 8 an. Und worauf ich jetzt sehe beim Eisen 8 ist meine Haltung, dass ich ausreichend nach vorne gebückt bin. So, jetzt eine gute Übung, wenn du die Arme nach vorne streckst, bück dich leicht nach vorne aus dem Hüftgelenk, bis deine Hände auf Hüfthöhe sind, dann lass die Arme runter. Jetzt habe ich einen schön geraden Rücken, und einigermaßen, und jetzt zum Schluss gehe leicht in die Knie. Aber wenn du in die Knie gehst, geh nicht so in die Knie, dass es sitzen, sondern alles geht ein bisschen runter. Jetzt für diesen Schläger stehe ich gut und ich werde gucken, dass ich während des Schwunges mein Wirbelsäulewinkel von deiner Perspektive behalte, aber auch von vordere Perspektive. So, es geht darum, die richtige Haltung zu finden und dann so zu bleiben. So. Ich habe jetzt wirklich keine Schwunggedanken. Hab den Ball schön satt getroffen, Ballboden, schön klein Divot und das klappte. So, wie ist es, wenn ich mit einem langen Schläger spiele? Jetzt habe ich meinen Driver dabei. Der Schläger ist viel länger und woran denke ich? Ja, an Haltung. Wenn ich jetzt den Schläger hinter dem Ball aufsetze und ich gucke, dass die Sohle flach auf dem Boden liegt, dann merke ich sofort, der Griff ist viel, viel höher. Ich muss viel aufrechter stehen. Auch hier kann ich die Übung machen. Nach vorne, aus der Hüfte raus, bis die Hände Hüfthöhe sind. Dann runter, bis der Schläger auf dem Boden liegt. Meine Arme lasse ich hängen. Und dann gehe ich zum Schluss leicht in die Knie. Und das ist dann meine Haltung. Und ich werde jetzt gucken, dass ich diese Haltung beibehalte während des Schwunges. Automatisch werde ich nicht in den Boden gehen, weil der Ball aufgeteet ist. Und einzige Änderungen sind Ballposition weiter vorne und Füße ein bisschen weiter auseinander. So ist diese Schulter tiefer. So, wieder achte auf deine Haltung und versuche, diese Haltung beizubehalten während des Schwunges. Und wieder gar keine Schwunggedanken. Und der flog auch schön. Ich durfte nicht zu doll schwingen. Da kommt eine Mauer da hinten. Okay, so meine Lösung für dich, wenn du Schwierigkeiten hast, mit kurz und lang gleichzeitig gut zu schlagen, hab bitte gleiche Schwunggedanken, beziehungsweise keine Schwunggedanken. Achte eher auf deine Haltung. Diese Übung zeigt dir, wie du stehen solltest. Und dann gucke einfach, dass du da bleibst während des Schwunges, dass du den Körperwinkel nicht änderst. Ich hoffe, das Video hat dir geholfen. Ich freue mich, dich nächste Woche wieder hier zu sehen beim Golfen mit Freude. Tschüss.